gut. Hallo. Mmm, delicious. A fresh, cool, freshly brewed new beer in my face. Ah, king of beers. It's a Budweiser, yes. Mmm, it's amazing. I like the taste of Cheers, my friends. Thank you. Alter, lach nicht! Ihr werdet uns tatsächlich an dieser Reise nicht mehr so gut gelaunt erleben. Es ist jetzt kurz nach 9 und wir haben unsere erste halbe Intus. Unser erstes Bad und sag mal, wie heißt denn das? Oh my God! We drinking beer! That's the one thing in our life we love drinking beer and he's a pussy! Gestern ist ja so einiges nicht nach Plan gelaufen, würde ich mal sagen. Es ist alles nach Plan gelaufen, Thomas, wirklich, ausschließlich alles. Außer das Essen. Das Essen ist nicht nach Plan gelaufen. Das Essen war Müll und wir haben einen Stopp auslassen müssen. Wir sind ja selig, wir werden jetzt ein paar Aufnahmen vor irgendwelche Oldtimer machen. Ich mache gerade ein paar Fotos, weil ich ein Fotograf bin. Damit habe ich mein Studium finanziert. Erst habe ich es probiert als Callboy. Dann hat sich herausgestellt, dass die Weiber gar nicht so fette Typen stehen. Die stehen nur fette Typen, die rappen und reich sind. Deswegen stehen sie jetzt auf mich. Wer hat die schönere Zahnlücke? Ich bin jetzt hier kriminellerweise diesen Bus bekleben, ohne dass ich gefragt habe. Dann direkt weiter am Grand Canyon. Da werde ich mit Tom mal ganz kurz am Grand Canyon sein. Dann werde ich ein kleines Schippchen Haare abschneiden, werde es über die Klippe schmeißen und wünschen, dass er beim Auto und für ums Leben kommt. Ja, das wissen die wenigsten. Der Grand Canyon ist ein Wunschbrunnen. Ja, das nehme ich zurück. Ich wünsche mir nicht, dass du stirbst, Tom. Es ist toll, dass du dabei bist und du bist ein wichtiges Mitglied dieser Unternehmung. Nein, das mit dem Autounfall ist halt insofern blöd, weil wir ja die ganze Reise zusammen im Auto sitzen. Ja. Und sonst wäre es uns wurscht. Ja. Okay, danke. Wir sind jetzt gerade im Roadkill 66 Café, was eine äußerst lustige Geschichte hat. Und zwar wird hier angeblich, oder ist hier angeblich, noch das verzehrt und gekocht worden, was irgendwo auf der Straße angefahren und verendet ist. Und wir werden hier jetzt mal ein kleines Breakfast einnehmen, das ist Englisch für Frühstück. Genau, also eigentlich ist nicht unser Frühstück, weil unser Frühstück war Bier. Just another day with my breakfast beer. It's 9 o'clock, I'm drinking my breakfast beer. It's the best breakfast in the world. Beer. Coffee every morning, whiskey every night. The room is lit with candles and... Wir haben hier... Zum Beispiel, was haben wir denn dann? Splatterblätter. Jay Eliante, pulling up, feeling like Harry Belafonte. One-Eyed Dog hit in the fog. Look at my ass, feel like Serena when hit from the back. Smear of deer. Swing. Pull like Jim, waves on swim, and a rock tins with the gas that mass. Jay Eliante, pulling up, feeling like Harry Belafonte. Look at my ass, feel like Serena when hit from the back. So, also wenn ihr diesmal unter dieses Video kommentiert, dann gibt es zu gewinnen einen Original Roadkill Seligman Bieröffner. Ha? Ist das geil oder ist das geil? Also schreibt das in die Kommentare, dann kriegt ihr dieses Teil. Neben dem super coolen Bieröffner verschickt man noch 3 Postkarten an euch. Personalisiert natürlich. Also schreibt es in die Kommentare. Oder ich bringe euch hierher und die machen dann Essen aus euch, weil ich euch wahrscheinlich anfahren werde und am Straßenrand verenden lasse.
Genau, das war's. Willst du noch sagen, was dann noch hingeht? Nein, auf keinen Fall, aber im Endeffekt fahren wir dann noch in Grand Canyon. Und ihr werdet alle brutal enttäuscht sein von unseren Aufnahmen, weil der Grand Canyon echt beschissen zum Filmen ist. Aber Hauptsache uns macht Spaß. Ja. Gerüchten zufolge sind am Grand Canyon auf die fettesten Weiber. We are here to fuck or fight, but we don't see our sister! Wir fahren jetzt zum Grand Canyon Visitor Center, weil wir noch nicht genau wissen, wo wir hinwollen, weil es sind so viele gute Punkte. Und da werde ich ein paar Locken von dir, Tom, abschneiden, werde diese in den Grand Canyon werfen. 200 Meter rechts. Und wünsche mir dann, dass du beim Autounfall verendest. Los Angeles Flex. Das war nur ein Spaß. Ich weiß nicht mehr, was er vorher noch gesagt hat. Ja. Von 1 bis 10. Mhm. Wie geil wird dieser Shot mit der Drohne? Okay, Drap macht den Shot, also safe at 10. Ein bisschen langsamer. Der Tipp hat eine Ausbildung in dem Bereich, der dann Führerschein. Wir müssen aber nur schauen, dass wir den Kerl irgendwie hier halten können. Kannst du kurz ein bisschen stehen bleiben, dass ich noch mal näher hinkomme? Nein. Also er wird regelmäßig von Headhuntern angeschrieben, angerufen und nahezu belästigt. Also, stehen bleiben. Weißt du warum? Weil er so scheiße gut ist. Das wird so abhauen. Ja, fuck. Also, und jetzt fragen wir nochmal, wie der Shot wird. Wie wird der Shot? Nein, das habe ich doch gerade gesagt, du. Wir verlieren jetzt wahrscheinlich gerade unsere Drohne, aber es ist uns wurscht, weil Geld in unserem Leben keine Rolle spielt. Wenn du einen gewissen Status erlangt hast, sowohl persönlich als auch beruflich, ist einfach ohne Drohne einfach nur ein Stricherl auf deiner Liste. Mehr ist nicht. Da ist gerade eine Maus über die Straße gelaufen. Ich habe nicht gewusst, dass es in so dürren Gegenden Mäuse gibt, aber Mäuse sind echt starke Tiere. Man unterschätzt die Kraft einer Maus. Das glaube ich noch nicht, bis ich es gesehen habe. Das sind Zahnviecher. Das sind wie Urzeitkrebse. Nur noch Zahn. War Spitzmaus, bin ich mir sicher. Eine Haselmaus war es nicht. Nein. Das kann ich da sicher sagen. Nein, gibt es ja selten. Das ist auch gut so, die nicht tatsächlich nicht down. Und auch keine klassische Feldmaus. Nein, eine Feldmaus. Du bist der witzig. Kannst du mitnehmen? Ja. Ist offen, gell? Kannst jetzt rein tun. Entschuldigung. Ja, dann hättest du halt geklopft oder was gesagt. Ich gebe ja gerade ein Interview. Aber jetzt mag ich nicht mehr, mach das aus. Also ich habe die großartige Idee gehabt, dass ich rückwärts, also dass wir da rückwärts hingehen könnten. Habe aber nicht bedacht, dass sie über ein Fenster sind und die Dame vom Visitor Center hat uns beobachtet. Aber hat nichts gesagt, sie ist professionell blim, sehr der Lauer kennen, warum drei erwachsene Männer rückwärts gingen und mit denen die Hände schwingen wir auf. Aber hey. Sie hat mir ihre Nummer gegeben. Sie hat dann erkannt, dass wir die von Bauwang sind, deswegen hat sie wahrscheinlich sie ein bisschen zurückgehalten. War dann fast ein bisschen peinlich. Ja. Ich kann da gerne ein Update geben. Wir haben jetzt den Annual Pass gekauft. America the Beautiful heißt der. Das heißt 80 Euro. Dafür kannst du in jeden scheiß Nationalpark, und zwar das komplette Auto, du musst nicht pro Person zahlen. Und du sparst dir jede Menge Money, weil du anstelle von 30 Euro für jeden Nationalpark einmal 80. Naja, Dollar, ihr wisst, muss ich mir jetzt nicht korrigieren. Aber der, wir haben es jetzt tatsächlich geschafft, wir sind am Grand Canyon. Es ist einfach ein unendlich großes Loch. Ja, das wird massiv provoziert seit Tag 1. In längeres, wir call it Buckelpisten. Ja. Es sind eigentlich die Stamperl unter die Berge, wenn man mal ganz ehrlich ist. Das
Problem ist, dass das auf Kamera nie so rüberkommt. Das bedeutet vielleicht. Das schaut einfach aus, also auf Kamera schaut es aus wie ein ausgeleitetes Arschloch heute. Also macht es ein paar Überstunden und dann fliegt es hierher. Und dann schaut es kurz her und macht es auch ein paar lustige Videos, so wie wir. Wenn das ja pseudo-arrogant sagt, wie nichtig das Ganze ist. Aber jetzt sagen wir noch ein bisschen mehr. Wir waren jetzt gerade am Grand Canyon und es war super. Es gibt jetzt einen kleinen Notstand, weil wir haben noch drei Bier für 3 Stunden Fahrt. Jetzt sind wir halt alle ein bisschen pisst. Und jetzt fahren wir nach Golding in Utah und da ist das Monument Valley. Was noch mit Queen? Grand Canyon! Grand Canyon! Grand Canyon! Canyon! Einwohner haben uns einlullen lassen mit einer traurigen Geschichte. Jetzt haben wir ein bisschen Buffalo Jerk gekauft. Wollt ihr probieren? Ich probiere. Nimm einen Fetzen. Wow, holy fuck. Na, ist mir gut. Jetzt haben wir mal Buffalo essen. Und den habe ich eh noch eine Rechnung offen gehabt. Mhm. Jetzt haben wir gewinnt, Freunde. Aha. Wie viel das kostet? 2, ja. Wie viel? 17. Oh. Was? Wir wollten jetzt noch schnell im Sonnenuntergang eine fetzige Aufnahme machen, aber leider muss ich da sagen, dass die Sonne jetzt weg ist. Wir sind am Dennis. Ich wollte eigentlich ganz woanders. Ich wollte heute Pizza essen, weil das jetzt der 18. Burger in Folge ist. Aber mir ist alles scheißegal. Wir schauen jetzt, dass wir das Essen schnell hinter uns bringen, dass wir eine kleine Unterlage haben und dann werden wir uns halt wirklich sowas von über den Jordan saufen. Nur wenige Minuten später. Ist okay, wenn ich kurz hilfreich glaube, dass ich schnaufen konnte. Das wird gut. Das wird gut. Dann nehmen wir schnell das alles zu, Leute. Wir schauen jetzt, dass wir das Essen schnell hinter uns bringen. Harry möchte den Linder Getränk schon aus, wie scheiße. Schmeckt das so? Ja, also das ist so das Bedarf für Aufnehmen. War jetzt ehrlich und aufrichtige Enttäuschung. Erlebt man auch sein. Da war halt wirklich nichts gespült dran. Ich habe ein Sprite und das schmeckt wie ein Sprite. Ja, natürlich. Ich bin zufrieden. Ich meine, vor allem ist ja hier nichts los. Ich kann jetzt ehrlich gesagt gar nicht in die Kamera schauen, nicht weil ich mich auf den Verkehr konzentrieren muss, sondern ich muss mich konzentrieren, dass ich nicht alles kurz und klar schlage. Wir waren gerade im Baschas, ein Supermarkt, der von vornherein schon beschissen geklungen hat. Und eigentlich wollte man nur ein ganz kleines bisschen, einen kleinen Schlumpertrunk kaufen. Das war gar nicht viel gewesen, es waren 30, 40 Dosen oder was in der Richtung gewesen. Und ich habe dann, also bin durch alle Gänge und irgendwann, nachdem ich so 6-7 Gänge durchstreift habe, habe ich dann festgestellt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich noch Bier in diesem Laden finden werde, sehr, sehr gering ist. Schon langsam hat sich dann eine Panik breit gemacht bei mir und bei meinen Kompagnons. Und als ich dann die restlichen Gänge durchstreift hast, das wird gut. Wir schaffen es. Ja, ich habe gesehen, dass es kein Bier nicht gibt. Und habe die Kassiererin gefragt, ob es hier überhaupt irgendwo in diesem Land, in dieser Gegend ein Bier gibt. Und sie hat gleich angefangen, hier von wegen Navajo-Gebiet, Non-Alcoholic. Jetzt sind wir da und haben dann eine Flasche Jägermeister und eine Flasche Havanna, die wir uns von der Hand gebracht haben. Ist okay, wenn ich kurz hinfahre, ich glaube, dass ich nicht staufen kann. Dann nehmen wir schnell das alles zu, Leute. Was denn du? Na, ja. Ja, also wir fahren weiter. Mach jetzt die Kamera aus. Ja, mach das Bild aus.
aus haben wir halt alles gemacht. Wir sind viel gefahren, ich war halt Fahrer, deswegen muss ich jetzt hier gerade aufhören. Das ist ein feines Mischel, das mir der Harry zubereitet hat. Die Indianer, die Sau und die Navajos haben scheinbar ein striktes Alkoholverbot hier. Das bedeutet, wir haben unser eigenes Zeug saufen müssen, aber ich glaube, das haben wir vorher schon erwähnt. Und nachdem wir am Grand Canyon fertig waren und übrigens die Fellbüschel von meinem verstorbenen Hasen im Wind wehen habe lassen. So, ihr wisst ja, dass in meinem Leben Tiere einen höheren Stellenwert haben als Menschen. Und mein fast 10-jähriger Hase, Blublu, ich hoffe, man hört jetzt bei dem ganzen Wind, ist vor circa einer Woche, hat er uns verlassen. Und ich wollte ihm diese letzte Ehre hier erweisen. Ich bin sicher, dass ich selber auch gerne mal am Grand Canyon, jetzt weiß er fast dabei gefallen, auch gerne mal am Grand Canyon gewesen war. Das Problem ist nur, dass er mit seiner Arthritis beziehungsweise Arthrose und seiner Bandscheibe gar nicht mehr fliegen hätte dürfen. Ich lasse euch an diesem Moment teilhaben. So, Le Blue, das ist für dich. Ich hoffe, du fliegst in die richtige Richtung. Wir sind jetzt am Monument Valley. Es ist Viertel nach 10. Jetzt werden wir uns noch ein klein bisschen was gönnen, einen kleinen Schlummertrunk und dann stehen wir morgen wieder früh auf. Und machen, dreimal darfst du dran. Tom, was machen wir mal? Epischen Content. Die haben hier nichts, nada, keinen einzigen Schluck, der nicht einmal irgendwie bei jeder Erde den Spiritus gesoffen, mir wäre das wurscht gewesen. Deswegen hat sie kurz Panik breit gemacht, aber wir haben ja schon vorgesorgt und haben uns einen Schnaps von daheim mitgenommen, das machen wir immer, wenn wir vorstehen. Einfach, falls es irgendwo nichts zum Saufen gibt, und dann saufen wir uns damit behindert. Hauptsache einen brunstdummen Tabak verkaufen sie an uns. Da fragst du halt, legen die wirklich Wert auf Tourismus? Wollen die Leute wirklich hier haben? Ja. Oder versuchen sie einfach mit aller Gewalt draußen zu halten? Wir kommen zuvor, bei Gastfreundschaft war relativ wenig. Ja. Harry? Oh. Der Ruf der Wachtel. Empty bottles, messy bed. Doch das Hinschlachten verfehlte sein Ziel nicht. Und jetzt schläfst du, kleiner Mann. Bis morgen.